Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 und jetzt wirklich im Überlebensmodus. In der letzten Folge haben wir aus Versehen nicht im Überlebensmodus gespielt, weil ich es verkackt habe. Aber jetzt wirklich und ich bin ein bisschen schwach drauf gerade. Ich sollte mir irgendwas reinziehen. Wie wär's mit Kartoffelchips und dem ganzen Kram hier? Komm, erstmal das ungesunde Zeug, ne? Wollen ja hier geheilt werden. Und wir haben gestern den großen Unterschied gesehen zwischen normal und Überlebensmodus. Im normalen Modus habe ich so schnell geheilt, das war ja abnormal. Und wieso sehen die mich so schnell? Was soll denn das? Irgendwo ist hier noch eine Maschine. Und irgendwo läuft da noch jemand. Nein! Wenigstens sieht man meine Leiche nicht. Ah, der Raketenwerfer Heini. Ich fasse es nicht. Okay. Die haben mich so schnell gesehen, weil das gescriptet ist. Die kommen erst, wenn ich in der Nähe bin. Na gut. Da müssen wir umso mehr aufpassen. So. Passen wir mal am besten auf, ne? Hallo? Was zum... Was? Dreck. Jetzt stimmt doch endlich. Oh Gott, ich bin tierisch am Arsch. Und ich brenne. Ja. Nein! Ich konnte mein Inventar nicht sehen. Es ist so unfair. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Wir haben hier ein mächtiges Problem. Wir sind alle ein bisschen stärker als ich. Und ich lebe nur davon, unsichtbar in der Ecke zu hocken und Headshots zu verteilen. Aber so wird das nichts. Okay, komm. Wir warten hier einfach mal ein bisschen. Dein letzter Fehler! Und es hört sich so an, als wäre es neben mir. Ja, dann schieß mal ruhig. Schieß mal ruhig. Oder komm am besten her. Der Typ mit dem Raketenwerfer, der ist mir nicht ganz knorke. Deswegen warte ich ein bisschen. Toll. War fast versteckt. Du bist nicht der Raketenwerfer eigentlich, ne? Der kommt da gleich erst. Nein! Ich kann nicht laufen! Ich kann nicht laufen! Oh nein. Aber wenigstens brenne ich diesmal nicht. Dieses Unsichtbarkeitsding, das müssen wir loswerden, Leute. Es tötet mich viel zu oft. Es lohnt sich nicht. Oh. Okay. Das fette Viech lebt noch. Aufgepasst. Willst du mich verarschen? Das ist meine Deckung! Meine Deckung geht einfach auf. Alles Terminal. Oh oh. Das geht ab! Hast du nur was? Legendärer Runner, Gunner. Okay. Das lief doch gar nicht mal so schlecht. Der mit den Raketenwerfer lebt höchstwahrscheinlich noch, ne? Vielleicht können wir ihn mit seinen eigenen Geschützen ausschalten. Das wär's doch. Oh mein Gott. Na komm. Mir fällt jedes Mal ein, dass wir die Giftspritze nie einsetzen. Ich will sie aber unbedingt einsetzen, Leute. Deswegen habe ich sie dabei. Ich will sie unbedingt einsetzen. Wie schön. Kannst du deaktivieren? Auch nur ganz normal aktivieren. Okay, ich kann es nicht gegen sie verwenden. Okay, das Ding ist auf jeden Fall schon mal aus. Lebt er jetzt doch oder lebt er nicht? Ich weiß es nicht.
Es schien so, als hätte ich ihn nicht getötet. Habe ich ihn getötet? Der hat doch noch geschossen auf mich. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn gleichzeitig getötet habe. Das ist hier die Frage. Kontakt zu Sektoren 2 und 4 abgebrochen. Ich mag dich nicht, Radio. Egal wie leise es ist, die GEMA merkt es sofort. Deswegen ausmachen lieber. Ich nehme auch noch mal mit. Wer weiß, wozu brauchen wir ihn noch? Keine Ahnung. Vielleicht für unsere Basis irgendwo mal einen Besen hinpacken. Vielleicht braucht ja die gute alte Murphy zwei Besen. Was hast du für ein Halstuch? Tarnmuster-Halstuch. Mal gucken, vielleicht ist das ja cooler. Ich gehe gleich nach Hause, hole unsere neue Begleitung und pack dieses Unsichtbarkeitsding weg. Es hat mich lang genug genervt, finde ich. Es reicht. Es reicht einfach. Ja, ein bisschen besser, ne? Aber nicht der Hit. Hier geht's hoch. Hier kann ich einbrechen. Cool. Ich glaube, die Raketenwerfer-Tussi ist tot. Sonst hätte sie mich doch gesehen, oder? Was war das jetzt? Achso. 1000 aufgegangen, cool. Wozu auch immer. Das war knapp. Ich habe das nicht gesehen hier. Ich habe nur die Bombe gesehen. Ihre Schritte. Irgendwo da oben muss noch ein bisschen was sein. Ah, deswegen liebe ich dieses Spiel. Was? Dein letzter Fehler! Ich sehe schon. Du hattest auch ein Tarnmuster? Totenkopf als du. Ja gut, nein. Erstmal schön die Schrauben einsammeln. Die brauchen wir ganz dringend. Okay. Wie geht's jetzt hier weiter? Diesen Tele... Immer noch Schritte. Oh. Was zum... Hast du gerade die Waffe von ihr geklaut? Wie fies ist das denn? Seine Freundin verliert den Kopf und er, das erste, an was er denkt, ist, die Waffe wegzunehmen. Das ist ja mal eine fiese Nummer. Da ist ein Terminal. Ist wahrscheinlich, um den da auszuschalten. Aber haben wir ja schon ausgeschaltet, ne? Also kein Grund, das Ganze nochmal zu knacken. Gut, es gibt mir natürlich ein bisschen Erfahrung, aber genauso gut kann ich einfach einen Typen töten. Kriege ich die Erfahrung auch wieder. Ja! Engels der Wohntafel. Jawohl, noch einer mehr in unserem Bau. Nuka-Cola-Truck. Die müssen wir bei mir zu Hause aufstellen. Ich bin ja so ein riesiger Nuka-Cola-Fan. Ich zweifle irgendwie, dass das die richtige Richtung ist. Okay. Ich habe richtig gelegen. Gibt's hier vielleicht irgendwie, weiß nicht, ein Comic oder so? So Raketen, Stealth Boy. Ein Comic hätte mir viel mehr gefallen, ganz ehrlich. Schade. Ach so, hier geht's im Kreis. Sagt es doch einer. Huch, da liegt ja Munition. Gar nicht gesehen. Okay. Ich glaube, wir sind dem gerne auf der Spur. Ja, tatsächlich, wir haben sie getötet. Um 40% reduzierte Auktionspunkte, ja. Klasse. Hey.
Ich treff nicht, verdammt. Alter, jetzt hör auf dich zu verstecken. Halleluja. Oh, da kommt der nächste. Oh, legendärer Gunner. Nee. Nee. Alter. Ich hab gleich keine AP mehr. Ah, gut, ich hab noch genug. Ich komme, aber ich gehe in diese Richtung. Halleluja, spiele ich auf schwer? Ich wollte es nur mal getestet haben. Was steht da noch? Empfindlichkeit, ach deswegen. Ich habe die Empfindlichkeit eingestellt, habe nicht gesehen, dass da normal steht. deswegen haben alle geschrieben, Zero, du spielst auf normal, was ist da los? Und ich habe gedacht, wie haben die das alle vor mir gesehen? Woher wussten alle vor mir, dass ich auf normal spiele? Gut, und später haben natürlich alle ihre Kommentare gelöscht dazu, weil sie gesehen haben, dass ich es auch gesehen habe. Aber, Freunde, ich sehe all eure Kommentare, auch wenn ihr sie löscht. So. Wo gehen wir jetzt lang? Da oder da? Wir gehen mal hier lang. Und klauen hier das Zeug. Gut, die Kugeln brauchen wir jetzt nicht mehr. Und Besteck kann man eigentlich immer gebrauchen, ne? Genau, ich kann mir da so einen Frühstückstisch hinbasteln bei mir zu Hause. Das wär's doch. Gut, nächste Amtshandlung. Oh, Bowlingkugeln. Ja, okay, komm. Wir sammeln die Bowlingkugeln auch auf. Brauchen wir noch eine Bowlingkugeln? Bowlingkegel war das. Brauchen wir noch eine Bowlingkugel? Und dann machen wir uns eine Bowlingbahn, Alter. Was geht denn? Hab ich erst jetzt dran gedacht. Alles sofort nach ganz oben. Das ist ein Befehl. Was für ein Mädchen? Wo ist der Legendäre? Jetzt mal ernsthaft. Hab ich den getötet? Achso. Du sagst, mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit. Ja, gut, ja. Schon mal ein besseres Zeug bekommen. Okay, weiter. Ich hoffe, wir können in dieser Folge noch unseren neuen Begleiter holen. Aber ich schleiche die ganze Zeit Gegend. Gehen wir noch nicht höher. Erstmal schaue ich mich hier um. Na gut, was gibt's hier zum Umschauen? Nix eigentlich. Naja, dann gehen wir einmal kurz hier hoch. Okay, die habe ich zum Glück gesehen. Ein Glück schleiche ich die ganze Zeit. Bei Fallout 3 wäre ich jetzt einfach so da reingerannt. Weil in Fallout 3 habe ich nie wirklich so geschlichen. Da bin ich immer nur so angestürmt. Weil es war schwer, in Fallout 3 zu schleichen. Oh. Hallo, Dude. Was hast du denn? Kronkorken. Oh, Sprengstoffkiste. Da ist doch bestimmt nur wieder Scheiße drin. Oh. Ach, Mann. Komm schon. Das ist ein verdammtes Einsteigerschloss. Ach, komm. Das muss doch mittig sein. Komm, mittig. Ja, es ist immer mittig. Und dann nur so ein Scheiß, ganz ehrlich. Erstmal abspeichern. Ich will das nicht nochmal knacken müssen. Oh, hallo, wer bist du denn? Und tschüss. Okay, da ist noch eine Laserschranke, die machen wir gleich mal kaputt. Erstmal knacken wir wieder. Warum immer knacken? Ich weiß es nicht. Naja. Erste Hilfe. Was haben wir denn hier? Ich glaube, damit können wir auf jeden Fall das Schloss knacken. Und das Schloss Expertenschlosses, würde ich sagen, ist das hier definitiv die leichtere Art und Weise. Auch wenn wir beim Knacken höchstwahrscheinlich mehr Erfahrung kriegen, ist das hier doch das entspanntere. Aber man muss dazu sagen, auch wenn Schlossknacken schneller geht, ist Terminalknacken doch relativ entspannter, weil man sucht hier einfach nur so ein paar Fehler raus. Wie zum Beispiel hier, da, zwei Stück gleich, zack und zack. Und siehst du, dann war eigentlich schon was durch, ne? Ja. Testen wir einfach mal. Borrowed. Das ist nicht. Waste. Also.
Perfekt. Was können wir denn hier machen? Scheinwerfersteuerung safe. Schloss deaktivieren. Sehr schön. Okay. Nee, da war noch was. Da war noch was. Scheinwerfer. Licht einschalten? Nee, brauche ich nicht. Turmsteuerung. Deaktivieren. Wofür auch immer. Wir werden es sehen. Und Stolperdraht. Aktivieren? Hä? Das muss dann der andere sein, den wir schon deaktiviert haben. So. Das ist schon mal alles meins. Das haben wir auch schon genommen. Ich hätte gerne einfach mal wieder so ein paar Zeitschriften oder so. Huch. Wo sie uns zählen, saubere Sache. Na gut. Erstmal das hier entschärfen. Das gibt uns Erfahrung und nochmal ein paar Sachen gratis dazu. Naja, Munition. Nehmen wir mal alles mit. Debacks haben wir zwar genug, aber irgendwann haben wir keine mehr. Sollten wir auf jeden Fall darauf aufbauen, dass wir mehr zusammenkriegen. Und was bringst du mir denn? Stolperdraht oder was? Soll ich den wirklich knacken? Ja, weißt du was? Komm, gehen wir mal durch. Gibt Erfahrung. Bin noch nicht wirklich viel. Fraglich, ob sich das überhaupt alles lohnt. Aber man muss ja bei Fallout eigentlich mal alles mitnehmen, ne? Wer weiß, was da drin ist. Vielleicht irgendwelche Informationen, die wir dringend brauchen. Ups, da war einer. Finde ich hier noch irgendwas? Nö. Oh, doch, da. Aber ich wollte gerade sagen, den lassen wir einfach Ruled nehmen, aber naja. Spoon! Cool. Ha, die Gabel. War doch die Gabel, ne? Ja. Aber, kennen wir schon. Das gleiche Terminal wie drüben auch. Und dann würde ich sagen, sprechen wir ab und gehen in den Fahrstuhl. Ich dachte eigentlich, das war ein Fahrstuhl, aber okay. Bringen wir einfach mal ein paar Köpfe zum Platzen. Ach, da bist du. Ja, jetzt komm doch her. Lauf doch nicht weg. Ah, danke schön. Die mal versuchen, oh. Wegzulaufen. Immer schön nachladen. So. Lass einfach mal die Reste liegen. Okay, ich höre hier noch einen Bot irgendwo. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Oder ist das der hier unten? Ich glaube, das ist hier unten. Ich sehe ihn nur nicht. Naja. Das wird schon der sein. Ansonsten werden wir es ja gleich sehen, wenn wir ein bisschen Munition in die Fresse kriegen. Natürlich ist der Werkzeugkasten abgeschlossen. Wieso auch nicht? Jeder schließt seinen Werkzeugkasten ab, wenn die Bomben fallen. Oh mein Gott, die Atombomben fallen. Ich sollte schnell meinen Werkzeugkasten abschließen. Warum? Es ist ein verdammtes Einsteigerschloss. Und das ist einfach schwer. Na, geht doch. Ja. Ja, nehmen wir uns mit. Komm. Nehmen wir das Abstergo-Putzmittel wieder mit. So ein Pylon würde ich auch gerne mitnehmen. Könnte ich irgendwie mein Zuhause absperren. Dann weiß jeder, du kommst hier nicht rein. Aber die kommen sowieso nicht rein. Die spawnen zwar auf meinem Dach, aber reinlaufen können die auf jeden Fall nicht. Ah, das nehme ich mal mit. Oh. Ich weiß, ich bin Star, aber trotzdem möchte ich nicht angeleuchtet werden. Nochmal ein bisschen Abstergo-Putzmittel. Wer weiß, Mama Murphy braucht was zum Putzen. Na gut. Ich glaube, somit haben wir das geschafft. Hier finden wir, glaube ich, ah, Einkaufskorb. Ich glaube, das ist Aluminium, ne? Blechdose auf jeden Fall. Aber Einkaufskorb ist, glaube ich, eher Eisen, ne? Ich glaube, Einkaufskörbe werden aus Eisen gemacht. Aluminium ist, glaube ich, nicht so wirklich der Burner zum irgendwie Sachen transportieren. Jo, das nehmen wir nochmal mit. Speichern nochmal ab. Und einmal nach oben, bitte. Ich kann keine Fahrstuhlmusik summen, weil ich nicht weiß, wie sie funktioniert. Ich brauch so einen Pfeil, wo ich einfach mal so ein bisschen Fahrstuhlmusik einblenden kann. Das wär's. Oh, Licht. Licht. Zwei Lichter. Einer ist da. Und der andere ist da. Okay, hier haben wir einen Fahrstuhl. Den können wir höchstwahrscheinlich benutzen, um das Ganze zu verkürzen. Aber ich bin ja so einer, der hier gerne einfach mal alles sieht. Kann ja sein, dass hier irgendwo noch ein Bubblehead ist oder vielleicht ein Magazin. Deswegen gehen wir einfach mal zu Fuß. Oh.
Schloss knacken. Genau das wollte ich doch nicht tun. Vor allem so ein Meisterterminal ist ja auch nicht gerade so ein Klacks, ne? Ach komm. Zurück können wir den Bestand benutzen. Aber auf dem Weg hin benutzen wir ihn mal nicht. Oh, Fusionskern. Dankeschön. Ein bisschen Red X, was ich eh nicht benutze. Hälfte lasse ich einfach mal liegen. Na gut. Fusionskern, das war der Schatz hier drin. Hauptsache etwas Nützliches. So. Hier ist alles leer. Schade. Ich kenne das Passwort nicht. Das ist die Wahrheit. Ich glaube dir nicht. Ich komme dort rein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sag mir das. Was war das? Hey, ich sagte, ich hab's nicht. Ich helfe dir, einen Weg reinzufinden. Aber wir haben das Mädchen geschnappt. Wir wollen nur eine kleine Entschädigung. Du bist in keiner Verhandlungslage. Okay, okay. Lass mich nachdenken. Mit wem spricht er überhaupt? Ich habe doch gerade 2 Headshots verpasst. Oh Gott, was ist das denn für ein Terminal? Oh, warte, ich muss mal meine Brille suchen, ey. Alter, wie klein ist denn das? Wer macht denn sowas? Ah, da war was. Ah, das ist richtig anstrengend, hier alles zu suchen. Da haben wir noch einen, da habe ich noch einen gesehen. Da ist noch einer. Okay, hier sind wir durch. Da war einer. Ich hoffe, da drin ist irgendwas Gutes. Denn langsam reicht's mit dem Schlösser knacken und den Terminals knacken und dem Knacken allgemein. Irgendwann ist gut. Ah, perfekt. Sicherheitstür öffnen. Tür öffnen. Du kannst mich sicher haben, aber bitte lass mich gehen. Was für ein Mädchen? Ach, der Sünd. Der Sünd bestimmt, ne? Der ist ja hier auf der Suche nach einem Sünd. Ach, Munition ist auch toll. Ich habe auf ein Magazin gehofft. Ja, so ein Magazinsüchtiger. Apropos Magazin, wir müssen unsere Magazine mal irgendwie wegräumen, ne? So richtig schön in ein Magazin. Ständer. Das ist cool. Vielleicht mache ich ein Wartezimmer und dann packe ich da irgendwie die Magazine hin. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Wir machen ein Arbeitsamt bei uns zu Hause. Freunde, Arbeitsamt. Darauf habe ich Bock. Wir bauen das nächste Mal ein Arbeitsamt. Wird bestimmt irgendwie zu realisieren sein. So, dann machen wir einen Beamten und 50.000 Leute, die da warten. Und dafür gibt es Zeitschriften. Und nicht mal einen Fernseher. Ich meine, Radio, Fernseher, braucht man nicht. Lass die Leute einfach mal Langeweile haben und warten. Das ist das Ding. Wieso haben die Arbeitsamt eigentlich irgendwie... Ehrlich gesagt haben die nicht mal Zeitschriften. Beim Arbeitsamt haben sie nicht mal Zeitschriften. Die haben nichts da. Die Leute, die da warten, die langweilen sich einfach zu Tode. Wenn du beim Arzt bist, hast du wenigstens Zeitschriften. Beim Arbeitsamt hast du einfach nichts. Hallo? Erstmal den Informanten töten. Ich habe ihn gesehen. Ha! Oh. Shit, ich hätte ihn nicht... er hat mich nicht gesehen. Ne? Okay, er macht sich unsichtbar und ich verpiss mich einfach mal. Tschüss. So, jetzt warten wir hier und hocken und warten. Bis er uns vergessen hat. Oh, oh, er kommt. Er kommt. Er kommt. Speichern. Oh Gott, da ist er schon. Scheiße, der Arbeitsmodus geht nicht. Ah, er hat sich ganz nicht mal gemacht. Scheiße, nein, nein, lass, nein. Gott, Hilfe. Hm. Erstmal nachladen. Ganz gemütlich. So, hier erwischt er mich nicht. So, dann plündern wir nochmal kurz den Werkzeugkasten. Warte. Erstmal brauche ich ein bisschen Leben. So. Dann klauen wir sein Werkzeug. Jetzt kann er nichts mehr machen. So, wenn er jetzt tot ist, kann er sich nicht reparieren. Wir wissen alle, er ist ein Sünd. Ich meine, der Name sagt schon alles. Ich kann... Wie soll ich ihn treffen? Watzmodus funktioniert nicht. Mann! Jetzt Unsichtbarkeit. Wir laufen einfach an ihm vorbei, oder? Scheiß Watzmodus. Okay, ich bin klinisch tot. Aber... Oh, was? Oh. Ein Fatman, Freunde. Haben wir denn...
Haben wir denn Munition dafür? 27. Schaden ist zwar nicht so geil, aber wir probieren den mal aus. Erstmal speichern, nicht, dass ich mich selber töte. Hoppala! Ich bin daran gewöhnt, dass ich bei solchen fetten Wurmen draufhalten muss. Gut. Eine Mini-Atombombe verschwendet. Okay, das war daneben. Ich sollte irgendwie den Watz-Modus benutzen, ne? Aber der ist unsichtbar. Halt, der ist gar nicht mehr unsichtbar. Shit! Nein! Okay. Okay. Selbstmord. Oh. Ich brauche ein bisschen Leben. So, 5 Stück mal reingezogen. Bisschen Verschwendung muss immer sein. So. Okay, ja, kann er mich nicht treffen. Watz-Modus aktivieren, Alter. Bam, bam, bam. So, erstmal gemütlich nachladen, ne? Wir haben ja Zeit. Hol eine Rakete aus dem Nichts heraus. Da frage ich mich doch, wo platziere ich die überhaupt in meinen Rucksack? Und kaboom ins Gesicht. Na, so fetter Schaden ist das jetzt nicht, ne? Das ist eine Mini-Atombe. Guckt euch mal den Pilz an. Und ich nehme keinen Schaden. So. Erstmal gemütlich nachladen. Och, das ging schnell. Okay, für den Rest des Lebens sollten wir auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, was anderes verwenden. Wir hätten ihn verkrüppeln können, ne? Jetzt ist es zu spät. Ach ja, das war, weil der Watz-Modus nicht funktioniert hat, deswegen habe ich ihn nicht verkrüppelt. Ja, komm. Erstmal hier ein paar Sachen klauen. So, hier haben wir einen Fahrstuhl. Holen wir mal die Knarre hier raus. So, jetzt kriegst du ein paar Headshots, du. Au. Na komm, ja. Ja, ja. Jetzt lauf doch nicht weg. Du bist sowieso tot. Dankeschön. Runner-Chip. Das ist also der Chip, womit wir zum Institut kommen, ja? Gut zu wissen. Ich werde jetzt mal zwischenzeitlich, währenddessen ich hier rumlaufe, gleichzeitig die Batterie meiner Maus wechseln. Oh mein Gott. Es ist wirklich nicht leicht. So, mit einer Hand steuern, mit der anderen Batterie wechseln. Sonst kann ich gleich die Folge nicht beenden. So, verriegeln, bla bla, okay. Das Terminal muss hier irgendwo sein. Habe ich es nicht aufgemacht? Ich glaube, ich habe es wieder verschlossen. Ja, ich hatte es wieder verschlossen. Es kommt davon, wenn man nur mit einer Hand steuert und mit der anderen die Batterie bei seiner Maus wechselt. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir rausgehen. Eigentlich dachte ich, hier wäre irgendwie nur ein Fahrstuhl, den ich einmal aufmache und dann, keine Ahnung, bin ich im Himmel mit 1 Milliarde Jungfrauen. Oh Gott, bin ich hier weit oben. Heilige Scheiße. Ist das geil, guckt's euch an. Guckt's euch an! Guck es dir an! Es ist so awesome. So, wir holen erstmal unseren Fatman raus und dann machen wir eine kleine Party, Alter. So ein bisschen Munitionsverschwendung, aber vielleicht treffen wir irgendwas. Das ging ins Wasser. Wie weit wir schießen können, Alter. Steht einfach jemand auf dem Dach und feuert Mini-Atombomben auf die Stadt herunter. Wie krank ist denn das? Oh, hallo Raider-Veteran. Tigmies! Kaboom! Noch 70 Erfahrung for free. Guckt's euch an, alter Schwede, das ist geil. Einfach mal auf dem Dach stehen und ein paar Raketen in die Stadt feuern. Oh, da ist niemand mehr. Uch, was haben wir denn da? Ist das ein Leuchtender? Mit ein bisschen Glück treffen wir ihn. Oh, Punktlandung! Punktlandung! Und er ist tot. Ich glaube, wir haben ihn wütend gemacht. Er hat einen Arm verloren. Mal anfangen. Voll asozial. Wir stehen auf einem Dach, wo kein Schwein hinkommen kann. Und töten ein paar Ghule. So, Fatman. Und? Kaboo. Ha. Sehr schön. So, ich will den Leuchtenden aber irgendwie töten. Das war nichts. Wir haben knapp 14 Raketen schon verschleudert, aber egal. Mir macht Spaß. Ah,
Ich habe Erfahrung gekriegt, weil der Leuchten einen getötet hat. Nice. Wie wir ihn erstmal auf die Gegner gehetzt haben. Da fällt mir ein, da hinten ist irgendwo die Stadt, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Könnte also ein bisschen übel ausgehen. Einfach mal in die Luftschleudern kommen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Okay. Na komm, eigentlich haben wir genug Munition verschwendet. Na komm, eine noch. Eine geht noch. Bisschen Feuerwerk. Tut der Entspannung ganz gut. 10 Raketen haben wir noch. Ja komm, das reicht. Was können wir denn hier oben noch machen? Haben wir hier irgendwelche Gegner? Das ist nur eine baumelnde Leiche. Oh, nö. Schade. Nichts. Was hast du denn noch? Oh, Fusionskerne. Nice. Hat sich gelohnt, hierher zu gehen. Und ich glaube, das war hier auch eigentlich im Wesentlichen versteckt. Die Fusionskerne. Und nicht, dass man mit der... mit dem Fettmann hier einfach mal so zwischendurch irgendwie Raketen hochjagen lässt. So wie ich es gemacht habe. Hm? Hallo? Ja. Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber ich komme nicht raus. Nicht allein. Ich muss darauf vertrauen, dass du mir hilfst. Wer bist du? Wer bist du? Wir können gern reden, wenn du die Tür geöffnet hast. Ich laufe nicht weg. Du hast das Passwort ja schon gefunden. Verschaff dir Zugang zum Terminal und mach die Tür auf. Ja. Nö. Hey. Ja. Er hat den Tod verdient. Du bist nicht meinetwegen hier, aber... Okay. Tschüss. Nein, ich bin nicht so fies, oder? Mit dem Terminal kannst du die Tür öffnen. Das Glück, dass ich den Fahrstuhl damit wahrscheinlich aktivieren muss. Aufzug einschalten. Ja, komm, da wir schon hier sind. Komm, Tür öffnen. Hoffentlich hast du was Schönes für mich. Ich danke dir. Mir fehlen die Worte. Wer bist du? Meine Institutsbezeichnung ist K198. Aber ich ziehe Jenny vor. Also ja, ich bin eine Synth, falls du es noch nicht weißt. Ich wusste, sie würden einen Runner schicken. Aber dass er mich so schnell findet. Ich hätte ihn auch abgeschüttelt. Aber dann haben mich diese Söldner gefangen. Und so ist es geschehen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde nach Vorräten suchen, bevor ich gehe. Und bevor du fragst. Nein. Ich brauche keine weitere Hilfe. Das Commonwealth ist unbarmherzig. Wenn ich es nicht selbst schaffe, bin ich tot. Vielleicht treffen wir uns wieder. Unter besseren Umständen. Hoffentlich. Ja, und hoffentlich sprichst du dann mit deinem Gesicht zu mir und nicht mit deinem Rücken. War nicht so wirklich nett von dir. Wusstest du das? Ich brauche deine Hilfe nicht mehr. Was? Zuerst mit dem Rücken zu mir sprechen und dann mich beleidigen? Na gut, hast du Glück, dass ich heute einen guten Tag habe, ey. Heute habe ich einen guten Tag. Siehst du, ich habe sogar einen Ventilator als Geschenk dafür bekommen, dass ich so nett war. Und jetzt hau ich ab. Hau rein. Ich komme, glaube ich, später wieder, um nochmal den Fahrstuhl zu knacken. Ich habe so das Gefühl, dass da irgendwas oben ist. Aber erstmal möchte ich auf jeden Fall meine Begleitung holen. Und dann machen wir das später. Morgen, ne? Morgen kommen wir nochmal kurz hierher zurück mit der Begleitung. Und werden den Fahrstuhl mal kurz knacken. Weil die Folge ist gleich vorbei und ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass wir die Spannung verlieren, ne? Wir müssen morgen einschalten, um zu sehen, was oben im Fahrstuhl ist. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt definitiv einmal zurückreisen nach Hause. Werde meine Sachen ablegen. Werde unsere neue Begleitung holen, die ihr gestern quasi abgestimmt habt. Und dann schauen wir mal, wie wir mit ihr zurechtkommen. Nö. Nichts Fliegendes, nein? Keiner, der sich rächen will? Und in das Nuka-Cola-Werk will ich reingehen. Da ist auf jeden Fall der Krater, da gehen wir auch nochmal hin. Das heißt, morgen Nuka-Cola-Werk und Krater. Und dann... boah, reise ich mal zurück. Und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.